Katja Sombeck für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, eigentlich wollte ich mehr zur Sache reden, aber nachdem der Kollege Bartol hier gerade eine Wahlkampfrede gehalten hat, kann das ja nicht völlig unwidersprochen bleiben. Und deshalb sage ich Ihnen nur eins dazu. Natürlich müssen die Dinge, die wir gemeinsam verabredet haben, auch gemeinsam getragen werden. Und was das Thema betrifft von einem potenziellen Sozialdumping im öffentlichen Nahverkehr, muss erstmal ein vernünftiger Regelungsvorschlag her. Denn, lieber Kollege Bartol, wir sind in Nordrhein-Westfalen gebrannte Kinder durch tariftreue Gesetze, die gerade den Mittelständlern und den kleinen Mittelständlern so viel bürokratisches Blei ans Bein binden, dass kein kleines Unternehmen mehr in der Lage ist, hier Aufträge zu bekommen. Und deshalb müssen diese Dinge auch umsetzbar sein. Wenn sich Andreas Rimkus so aufregt, dann merke ich, dass der offensichtlich getroffen ist davon. Und ich kann nur sagen, das Tariftreuegesetz, was Unternehmen, was Handwerksbetrieben in Nordrhein-Westfalen Regelungen vorgibt, von Zertifikaten und Siegeln spricht, wo keiner weiß, wie er sie bekommen soll, um auch noch für den dritten Subunternehmer zu bürgen, dass auch der sich tariftreu verhält. Das ist mittelstandsfeindlich. Und wir müssen mittelstandsfreundliche Regelungen schaffen, meine Damen und Herren. So, davon ab wollte ich Ihnen eigentlich eine gute Nachricht präsentieren. Denn auch wenn das für einen Düsseldorfer jetzt ein schwerer Gang ist, gerade die in Köln beheimateten VRS zu zitieren, aber erneuter Rekord bei Fahrgastzahlen und Einnahmen. Das ist eine Pressemitteilung des VRS vom Montag. Und der öffentliche Nahverkehr schreibt seit Jahren in Deutschland eine riesige Erfolgsgeschichte. Jedes Jahr mehr Fahrgäste. Und der öffentliche Nahverkehr ist eindeutig ein Gewinner der Digitalisierung. Denn Kunden, die früher nicht wussten, wann eine Straßenbahn kommt, können das jetzt mit der App erfahren. Sie können gleich ein Ticket kaufen. Beim Warten an der Haltestelle sind sie jetzt beschäftigt. Sie sind auch beim Fahren im Verkehrsmittel häufig beschäftigt mit ihrem Handy. Und gerade junge Leute sagen, ich fahre doch lieber Bus und Bahn, da kann ich weiter bei Facebook und Co. etwas machen, was ich beim Autofahren nicht kann. Und deshalb sind die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe Gewinner. Aber sie müssen es auch bleiben. Und hier stehen natürlich Herausforderungen an. Und Kollege Kühn, zu Recht haben Sie das herausgestellt, wir brauchen aus dieser kleinen Staaterei endlich eine gemeinsame Plattform. Ich habe auf meinem Handy nachgezählt, ich habe 9 Mobilitäts-Apps, die ich alle regelmäßig brauche. 3 davon für die Rheinbahn, für die BVG, für die Deutsche Bahn. Das muss integriert werden. Richtig ist, dass der Bundesverkehrsminister 16 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat, um eine einheitliche Plattform zu machen. Denn natürlich möchte ich mit der Rheinbahn-App auch Tickets bei der Bahn kaufen können, auch bei der BVG. Und wenn ich nach Frankfurt, Hamburg oder München fahre, dann eben auch dort. Ich möchte aber insbesondere, und das ist meine Forderung auch an die Nahverkehrsunternehmen und an die Verbünde, weg von diesen albernen Karten. Warum brauchen Sie für Ihr Rheinbahnticket noch eine Karte im Portemonnaie? Wir machen jetzt gerade die Novelle des Personalausweisgesetzes. Und der Personalausweis als universelle ID, genauso wie auch alternativ vielleicht eine Bankkarte, sollten doch ausreichend sein, um als Verkehrsticket zu dienen. Die gerade die Kunden, die wenig fahren, verschrecken Sie damit, dass man sich erst aufwendig solche Karten beschaffen und dann auch transportieren muss. Ein weiteres wichtiges Thema ist Open Data. Wir werden hier morgen im Deutschen Bundestag das erste Open Data Gesetz einbringen. Und da bin ich persönlich auch stolz drauf, weil das auch ein wirklich großer Meilenstein ist. Und diese Open Data Strategie, nämlich dass die Daten, die der Allgemeinheit gehören, auch für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden müssen, sind eine Innovationsquelle. Und die öffentlichen Nahverkehrsunternehmen dürfen hier nicht auf Datenpötten sitzen. Ich weiß von Leuten, die innovative Verkehrs-Apps programmieren, wie schwer das ist, mit jedem einzelnen Verkehrsverbund zu verhandeln, wie man an die Fahrplandaten, an Echtzeitdaten kommt und auch noch an eine Schnittstelle, um Tickets zu verkaufen. Die Aufgabe der Nahverkehrsunternehmen besteht nicht darin, Google Konkurrenz zu machen, mit großem Aufwand eine eigene Plattform zu produzieren und dann die Daten darin abzuschließen. Sondern die Aufgabe der Nahverkehrsunternehmen besteht darin, auf so vielen Plattformen wie möglich für ihr Produkt zu werben. Das bedeutet eben, Verbindungen dort präsent zu machen, Angaben dort zu platzieren und Menschen zu ermuntern, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Wir haben darüber hinaus
eine große Herausforderung, die damit einhergeht, dass BMW beispielsweise angekündigt hat, dass schon in 4 Jahren Fahrzeuge selbst fahren. Und auch diese Woche haben wir den Gesetzentwurf zum automatisierten Fahren hier im Plenum. Und das wird auch eine große Herausforderung für die Nahverkehrsunternehmen. Und wir haben letzte Woche auf der CeBIT mit unserer Arbeitsgruppe schon mitfahren dürfen in einem selbstfahrenden Bus, der 9 bis 12 Leute transportieren kann und der für die Schweizer Post im Kanton Wallis unterwegs ist. Ein tolles Projekt. Es gibt ebenfalls auf dem EUREF Campus hier in Berlin etwas Vergleichbares. Und ich glaube, das ist wichtig, dass der öffentliche Nahverkehr dieses Thema sehr deutlich voranstellt. Die Zeit der großen Gefäße ist langsam aber sicher vorbei. Und Menschen haben immer individuellere Bedürfnisse. Gerade über die Apps lernen Nahverkehrsunternehmen, wo Kunden herkommen und wo sie wirklich hinfahren wollen. Und das müssen wir berücksichtigen. Und deshalb erwarte ich von den Nahverkehrsunternehmen, dass sie auf diese Plattform auch setzen und diese selbstfahrenden Fahrzeuge eben in der Spitze ansetzen und sich hier in die Spitze der Bewegung setzen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist der allerletzte. Um den Erfolgsfaktor, den wir heute haben, auch fortzusetzen, brauchen wir eins, nämlich WLAN. Und zwar nicht nur in den Haltestellen, sondern auch in den Verkehrsmitteln. Das ist gerade für junge Leute ein immer wichtigerer Aspekt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir beim Thema WLAN hier eine große Initiative in den Nahverkehrsunternehmen betreiben. Dafür werbe ich, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Kerstin Kastner hat für die Fraktion